Schönen Tag. Ich möchte heute über Leaflets und Versandhauskataloge sprechen. Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2. Ist das noch zeitgemäß? Ich glaube, es gibt darauf zwei Antworten. Einerseits ja. Gerade bei den Leaflets und bei den Versandhauskatalogen funktioniert die gute alte Printanstoßkette immer noch. Das zeigen die Statistiken. Vielleicht natürlich zielgruppenorientierter bei den Versandhauskatalogen. Und ich frage mich immer, wenn Leute sagen, dass Print teuer ist, frage ich mich, wie viel sie an Google bezahlen müssen, wenn sie ein Drittel der deutschen Haushalte mit Informationen versorgen will für 2 Tage. Ich glaube, wer das mal die Kosten bei Google anfragt, wird nicht mehr darüber sprechen, ob ein Printkatalog teuer ist oder nicht. Soweit so gut. Aber was ist nicht zeitgemäß? Unserer Meinung nach sind die Prozesse nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, das gilt sowohl für den Versandhauskatalog als auch für das Leaflet, haben wir eine extrem lange Zeit für die Disposition, für die Sortimentierung und für die Content-Erstellung. Das erstreckt sich über Monate. Auf der anderen Seite ist die eigentliche Layout-Erstellung, die Korrekturzyklen, der Druck und die Verteilung eigentlich relativ komprimiert. Unser Ansatz in der PrintSuite mit Hyperautomatisierung, das heißt nicht nur die Layout-Erstellung, sondern die Zusammenstellung, die Sortimentierung zu automatisieren, zu beschleunigen und zu parallelisieren mit den Dispositionsprozessen, birgt ein enormes Risiko, ja, das auch, weil dann kann man die Ware nicht mehr verkaufen. Birgt ein enormes Potenzial, um den Prozess zu beschleunigen, um auch schneller auf Marktgegebenheiten zu reagieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, in der Kommunikationsstrategie sind sie zeitgemäß, aber wir müssen über die Prozesse denken. Wir müssen KI, Big Data und Layout-Automatisierung auf den nächsten Level heben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2.